In diesem Video wollen wir uns mal die Frage stellen, ob es sich lohnt, Druckerpatronen nachzufüllen. Und dazu nehmen wir mal beispielhaft die Epson 26 Patronen her. Das ist jetzt ein Bild von Epson, so schauen die Patronen aus. In einem Epson Expression Premium XP800C, das ist auch der Drucker, der gerade hinter mir steht. Und dort gibt es XL-Patronen. Und wir schauen uns natürlich die XL-Patronen an, denn die sind in der Regel günstiger als die kleineren Patronen. Um jetzt zu bestimmen, ob das dann nachfüllen sich lohnt, brauchen wir erstmal ein paar Angaben. Die Angaben habe ich jetzt direkt von Epson übernommen. Da sieht man einmal die Füllmenge der Patronen und die Seitenreichweite. Uns interessiert jetzt hier die Text Schwarz, die ist mit 12,1 Milliliter gefüllt und die reichen für 500 Seiten. Bevor man jetzt gleich ausrechnet, Epson Original gegen Nachfüllen, naja, da wird es immer günstiger sein. Deshalb muss man sich mal auch eine Nachbaupatrone angucken. Ich habe mal beispielhaft die von Tintenalarm genommen, habe mir auch das Bild von Tintenalarm geklaut. Ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel, aber ich verlinke sie auch mal. Und da sieht man eben, dass die Tintenalarm Nachbaupatrone 4,90 Euro kostet und die Epson Original 18,90 Euro. Bei Amazon. Jetzt gibt es hier aber einen Unterschied, und zwar die Füllmenge. Wie man hier sieht, hat die Tintenalarmpatrone mehr als die doppelte Füllmenge der Epson Originalpatrone. Jetzt könnte man ja denken, boah toll, ist ja das Doppelte drin und ich muss viel weniger zahlen, aber so ist es nicht. Ausschlaggebend ist nämlich die Seitenreichweite und bei beiden sind 500 Seiten angegeben. Tintenalarm habe ich deshalb als Beispiel genommen, weil die das auch sehr transparent darstellen. Die haben dazu einen Artikel geschrieben, dass oft mit überhöhter Füllmenge geworben wird, die einem am Ende nichts bringt. Das hat damit zu tun, dass der Chip auf der Patrone einfach die gedruckten Seiten runterzählt und am Ende dann einfach sagt, die Patrone ist leer, obwohl noch genügend Tinte drin ist. Das passiert wahrscheinlich auch bei der Tintenalarmpatrone. Die wird einfach nach 12,1 Milliliter, wird der Chip einfach anzeigen, die Patrone ist leer und es wird nicht weiter gedruckt. Es führt halt leider dazu, dass man die Hälfte der Tinte wegschmeißt oder man hat einen Chip-Resetter, resettet die Patrone und kann nochmal genauso lange drucken. Der Seitenpreis bei der Nachbaupatrone ist ca. 1 Cent. Beim Epson Original liegen wir bei knapp 4 Cent. Kommen wir jetzt also zum Nachfüllen. Was braucht man erstmal zum Nachfüllen? Man braucht ein paar Spritzen, die kriegt man günstig in der Apotheke. Man braucht Nachfüllpatronen, also die halte ich für besonders komfortabel, denn die haben einen Auto-Reset-Chip drauf und ich muss die Patrone nur rausnehmen und kann sie wieder einsetzen und der Drucker erkennt sie als voll. Und die sind vor allem fürs Nachfüllen gemacht. Ich habe einen Gummistöpsel, den sieht man hier, den kann ich einfach rausziehen mit der Spritze, die Tinte rein und in den Drucker einsetzen. Und man braucht natürlich Tinte. Wie ihr hier im Bild sehen könnt, habe ich die Tinte von Octopus verwendet. Bei der Text Schwarz habe ich mich allerdings für OCP entschieden, das ist teurere Tinte. Bei der Text Schwarz ist mir natürlich wichtig, dass sie besonders scharf gedruckt wird, dass sie wischfest ist und dass sie ein sattes Schwarz hat und das ist mir dann auch eben mehr Geld wert. Die Farbpatronen sind mir eigentlich relativ egal. Es kann natürlich zu Farbverschiebungen kommen, aber wenn ich Office-Dokumente drucke, interessiert das mich gar nicht. Und ich will da auch gar nicht diese Octopus Fluids schlecht reden. Die waren einfach nur günstiger und deshalb habe ich mich für die entschieden. So, und jetzt schauen wir mal uns wieder die Text Schwarz an. Wie gesagt, OCP ist teure Nachfülltinte, aber hat auch einen guten Ruf. Mit der OCP-Tinte und 250 Milliliter kann ich 10.330 Seiten drucken. Wie komme ich jetzt auf die 10.330? Naja, ich habe mal einen Dreisatz gemacht, von den Epson Original ausgegangen, dass man mit 12,1 Milliliter 500 Seiten drucken kann, also kann ich mit 250 Milliliter 10.330 Seiten drucken. Damit reduziert sich dann auch der Seitenpreis auf 0,2 Cent, das heißt, ich müsste 5 Seiten drucken, um überhaupt mal einen Cent zu bezahlen. Das heißt, auch hier haben wir doch nochmal einen deutlichen Unterschied zu einer Nachbaupatrone. Das heißt, wer viel druckt, für den lohnt sich Nachfüllen definitiv. Was ich vorhin mit der Füllmenge beschrieben habe, das gilt natürlich auch beim Nachfüllen. Die Patrone hat ein Prisma und ein Chip und beide schauen sich den Füllstand an. Das Prisma ist eine optische Füllstandskontrolle für den Drucker und der Chip zählt einfach die Seiten runter. Da ich ja auch in die Nachfüllpatronen deutlich mehr Tinte reinspritzen kann, habe ich das gleiche Problem. Der Chip sagt eigentlich, die Patrone ist leer, aber weil ich ja viel mehr Tinte drin habe, sagt das Prisma, nein, da ist noch Tinte drin. Und das verwirrt natürlich den Drucker, was seit Ende 2016 dazu führt, dass der Drucker sagt, Patrone nicht erkannt. Gab wohl im September ein Update von Epson, das hat diese Funktion nochmal nachgepatcht in den Drucker, dass es da quasi genauer hinschaut. Wahrscheinlich ist diese Initiative auch gegen so Nachbaupatronen gerichtet. Das braucht mich aber natürlich als Nachfüller gar nicht interessieren. Ich nehme die Patrone raus, fülle sie nochmal auf mit dem Rest und setze sie wieder ein. Dann denkt er ja wieder, ich habe eine volle Patrone und er druckt einfach weiter. Dadurch geht mir auch keine Tinte verloren.